Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Kleidung. Ja, DJs sind ja auch schon bekannt dafür, dass sie gerne mal ausgefallene Sachen tragen oder sich sogar verkleiden als Markenzeichen. Und selbst wenn ihr jetzt nicht so was Verrücktes macht, dann gibt es auch einige Dresscodes, die ihr bei gewissen Veranstaltungen beachten solltet. Und deswegen ist das Ganze auf jeden Fall eine eigene Lektion wert. Ganz wichtig, für jede Veranstaltung gibt es angemessene Kleidung. Das fängt schon dabei an, dass ihr euch für die Szene, für die ihr auflegt, passend kleidet. Üblicherweise gehört ihr ja auch zu dieser Szene, von daher sollte das jetzt eigentlich nicht die große Herausforderung sein. Aber eben das ist natürlich das Mindeste, dass man sich mal auch dem Publikum ungefähr angleicht. Denn wenn ihr eben in einem Hip-Hop-Club auflegt und dort mit einer Heavy-Metal-ähnlichen Kutte auflauft, dann könnt ihr euch auf jeden Fall einiger krummer Blicke sicher sein. Helle Kleidung ist generell vorteilhaft, wenn ihr in dunklen Locations spielt. Es kommt natürlich auch darauf an, ob ihr gesehen werden möchtet oder nicht. Es gibt auch einige Kandidaten, die ziehen sehr gerne schwarz an, weil es ihnen auch gar nicht wichtig ist, dass man sie gut erkennt. Aber eben generell ist es ja logisch, wenn der Laden eher dunkel ist und nur wenig Licht ist, dann seid ihr mit heller Kleidung besser bedient. Außerdem luftig und bequem, hat auch noch niemandem geschadet in der DJ-Booth. Denn gerade wenn ihr länger auflegt, ein paar Stunden, euch dann auch viel bewegt, viel tanzt, dann seid ihr wirklich dankbar, wenn ihr hier bequeme Kleidung anhabt. Es gibt viele DJs, die sogar mit Jogginghose auflegen, gerade in der elektronischen Szene oder im Hip-Hop-Bereich ist das eigentlich keine große Sache mehr. Zum anderen sieht man das sowieso ja nicht, wenn ihr am Tisch steht. Und von daher gibt es auch inzwischen ganz coole Schnitte. Das geht klar, es sei denn natürlich, du bist auf einer Hochzeit, dann sei es dir auf jeden Fall nicht empfohlen, sondern eher, dass du natürlich dann schicke Kleidung anziehst. In der Regel kannst du das machen, dass du einen schönen Anzug anhast. Hier muss man jetzt auch nicht was ganz Klassisches, Altbackenes anziehen. Es gibt ja auch moderne, lockere, coole Anzüge und somit bist du dem Publikum ja sehr ähnlich und zeigst den Respekt eben, dass du verstehst, dass es hier eine besondere Veranstaltung ist. Das Allermindeste ist auf jeden Fall, dass du mal ein weißes Hemd anziehst und schicke, dunkle Schuhe dazu, eben auch mit einer dunklen Hose. Also das ist mal eigentlich das Allermindeste, wenn du auf einer Hochzeit auflegst. Und auch was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass du keinen schwarzen Anzug anziehst. Es ist unglaublich, wie viele Leute das in unserer Gesellschaft falsch machen, denn ein schwarzer Anzug ist ein Traueranzug. Es gibt nur eine einzige Gelegenheit, bei der man einen schwarzen Anzug anzieht und das ist eben eine Beerdigung. Ansonsten hat ein schwarzer Anzug nirgendwo was verloren, nicht im Geschäft, nicht auf einer Hochzeit, nirgendwo. Das ist ein Traueranzug und deswegen, der schwarze Anzug wird nur für eine Beerdigung aus dem Schrank geholt. Aber es gibt ja noch mehr als genügend Auswahl in vielen anderen Farben und eben auch coole moderne Schnitte. Insofern sollte es kein Problem sein, sich hier adäquat zu kleiden. DJs sind gerne Trendsetter, vorhin schon kurz angesprochen. Und ihr steht natürlich im Mittelpunkt, ihr habt ja auch eine Präsenz, eine Online-Präsenz oder eben seid bekannt, seid im Gespräch. Und von daher ist es schon auch immer wieder ein Thema, was denn DJs so anziehen. Vielleicht auch, wenn nicht direkt so berichtet wird wie in der Klatschpresse. Aber es gibt mit Sicherheit einige aus eurer Community, die sich an eurem Style orientieren werden. Und deswegen darfst du halt gerne auch ausgefallenere Kleidung tragen. Es ist ja fast schon erwünscht, wird schon erwartet. Und du kannst auch dann diesen Kleidungsstil zu deinem Markenzeichen machen, dass du eben einen besonderen Schnitt trägst, besondere Farben, was auch immer. Hier sind dir ja keine Grenzen gesetzt. Bequeme Kleidung bei langen Gigs, vor allem Schuhe. Hier musst du ja nicht unbedingt Laufschuhe anziehen, aber es gibt ja eben Sneaker und dergleichen. Auf jeden Fall Anzugsschuhe sind natürlich bei der Hochzeitspflicht, aber wenn du jetzt normal einen Club-Gig spielst, glaube ich, gibt es auf jeden Fall bequemere Varianten, da tust du dir keinen Gefallen. Und deswegen
das wird dir auch üblicherweise niemand übel nehmen. Vor allem eben in den Bereichen Drum, Bass, Dubstep, Hip-Hop, elektronische Musik und so weiter. Auch sogar in den eher mainstreamigen Clubs und Veranstaltungen nimmt man das nicht ganz so ernst. Es ist eher ja locker, jugendlich alles. Von daher ja, muss das alles nicht so steif sein. Und tu dir da auf jeden Fall einen Gefallen und zieh keine Hosen an, die ganze Zeit irgendwie eng sind und kneifen oder eben zu dicke und ungemütliche Sachen. Deswegen, es wird ja auch gerne mal warm und wenn du dann hier eben was zu dickes anhast, dann fängst du an zu schwitzen und da hast du natürlich dann keine Freude mehr dran. Achtung außerdem noch bei Dingen, die sich leicht im Equipment verfangen können. Dazu gehören zum Beispiel eben lange Oberteile, die vielleicht eben so einen schlabberigen Ärmel haben oder hier eben ausfallend sind. Außerdem gefährlich ist sowas wie Kostüme, die vielleicht Fransen haben oder Federn, was auch immer, also Fell. Es gibt ja alle möglichen Dinge, die dann eben vielleicht von deiner Kleidung, von deinem Kostüm abstehen können. Und wenn du hier zum Beispiel mit Vinyl auflegst und da kommt was auf die Platte oder eben zu, an den Tonabnehmer, da machst du dir keine Freunde. Gerade wenn das Geräusch dann des Nadelkratzens über die Platte durch den Club schallt, weil du eben gerade den Tonabnehmer runtergerissen hast, das ist kein Spaß. Und zum Beispiel kannst du ja auch in den Fadern hängen bleiben, sei es jetzt die Kanalfader oder der Crossfader. Und deswegen musst du hier auf jeden Fall vorsichtig sein. Bei Kopfbedeckungen und Masken ist ja gerade im EDM-Bereich keine Seltenheit, dass man, wenn man jemanden mit einer Maske sieht oder einer anderen verrückten Kopfbedeckung, hier musst du natürlich schauen, dass du überhaupt noch irgendwas siehst in erster Linie. Und außerdem eben, dass hier auch wieder nicht vielleicht irgendwas absteht, runterhängt, das auch wieder stören könnte und du halt generell noch deinen Job ausüben kannst. Denn wenn es dann an sowas scheitert, dass der Abend schief läuft, dann wird halt schnell aus so einem lustigen Gag auf einmal trauriger Ernst. Und deswegen kannst du das einfach mal ausprobieren, indem du dein Kostüm zu Hause schon mal trägst und hier eine Runde auflegst. Und dann wirst du ja ziemlich schnell merken, ob das eben passt oder nicht. Ja, deswegen eben, es gibt einiges zu beachten, wenn man als DJ außer Haus geht, je nachdem eben, was man anzieht. Und jetzt hast du einige Möglichkeiten hier, wie du auf jeden Fall schon mal einige Fettnäpfchen vermeiden kannst. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.